Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zurück zu The New World, der letzte Windmensch. Oben rechts ist eingeblendet. Das Spiel wurde mir kostenlos vom Video zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Wir waren ja gerade bei diesem traurigen, traurigen Bingo-Pferdchen. Das hat das Bauch glänzende Mähne, irgendwas mit dem Fell und ein Einhorn brauchst. Also ein Horn brauchst wieder und seinen Ball und Glückshuf. Und hier gibt's Wundertüten. Wirklich interessant. Kann ich meine Wundertüte nehmen? Kann ich so eine Wundertüte haben? Ich weiß nicht. Könnt ihr mir was anderes dafür geben? Robert, hast du irgendwas zum Tauschen? Was du ihm anbieten könntest? Mal überlegen. Ich hätte Geld? Okay, Geld kann man immer gut gebrauchen. Ich geb euch mein Zeug für Geld. Ja, cool. Na dann, hier, Wechselgeld. So ein Haufen Geld. So viel habe ich noch nie verdient. Das wundert mich gar nicht. Dafür kannst du dir nehmen, was du willst. Auch so oft ich will? Ein richtiger Geschäftsmann. Solange der Vorrat reicht. Hey, das ist immer ein super Geschäft. Dann nehme ich, glaube ich, gleich die Kiste, nachdem wir uns ihn mal angesehen haben und dann mit ihm gesprochen haben. Das muss der Händler sein. Genau. Haben wir das irgendwie ein bisschen vorweggenommen jetzt alles, aber egal. Hallo, Herr Verkäufer. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der 5. Kunde. Yay. Ist das euer Ernst? Oh, wow. Haben wir was gewonnen? Ja, ihr könnt kaufen, was ihr wollt. Boah. Juhu. Okay, was denn mit dieser Kiste da? Jeez. Was habt ihr denn noch so im Angebot? Na, zum Beispiel diese Kiste hier. Wow. Du bist so leicht zu beeindrucken. Das ist ja noch nicht alles. Darin befindet sich die schärfste Chili der Welt. Nur für Erwachsene, wenn ihr versteht. Wir sind erwachsen. Er hat Asposien gerettet. Mit deiner Hilfe? Ich war im Gefängnis. Ja, schon ganz oft und immer zu Recht. Nein, ich bräuchte einen Nachweis. Was für einen Nachweis? Na, Sachen, die nur Erwachsene haben können. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Stress, Steuerschulden. Alkohol? Oh nein, wo bekomme ich denn jetzt Steuerschulden her? Aber wir haben ja die Flasche Alkohol von dem pennenden Typen unten. Kann ich die Chili-Kiste haben? Dann beweist mir erstmal, dass ihr erwachsen genug seid. Okay, das machen wir gleich. Oh, ihr habt auch Wundertüten. Was ist denn da drin? Flötennase, der Sinn einer Wundertüte ist, dass man nicht weiß, was drin ist. Wenn man ganz viel Glück hat, ist ein Hufeisen in der Tüte. Naja, unter uns gesagt, meistens sind Kleeblätter drin. Ich nenne es Wundern, ohne sich allzu sehr zu wundern. Das ist die unspannendste Wundertüte, von der ich jemals gehört habe. Aha. Ich find's super. Ich mag keine Überraschungen. Sucht euch einfach eine Wundertüte aus und lasst euch nicht allzu sehr überraschen. Okay. Und in den Wundertüten sind wirklich nur Kleeblätter? Naja, manchmal auch ein Hufeisen. Okay. Euch gehört also dieser Laden? Was verkauft ihr hier denn so? Ja, genau. Also die Wundertüten gehen am besten über die Theke. Ich habe auch viele Sachen selbst gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemand haben will. Was denn zum Beispiel? Also, ich habe da dieses Mittel erfunden, das gegen alle möglichen Krankheiten hilft. Aber was soll man damit machen? Ja, hast du recht. Ich finde, das hört sich brillant an. Oder diese kleine Bürste hier, mit der man seine Zähne sauber machen kann. Haha, wer braucht denn sowas? Kein Asposer, den ich kenne. Naja, aber vielleicht würde das die meisten Zahnprobleme lösen. Oder ich habe ein System entwickelt, mit dem man sein Geld verwalten könnte. Ich nenne es Bank. Das ist genial. Niemand in Asposien kommt mit dem jetzigen System klar. Aber ich bin nur ein einfacher Verkäufer. Ich würde das mehr als Hobby bezeichnen. Okay. Und? Noch mehr brillante Ideen? Nun ja. Ich habe ein Gewächs entdeckt, das einen praktisch betrunken macht, ohne dass man trinken muss. Aber es ist nicht das Gleiche wie betrunken. Man ist eher hebelig. Hört sich prima an. Kann ich das mal probieren? Robert, lass das lieber. Na gut, dann vielleicht ein andermal. Ja, wenn wir Asposien gerettet haben, nehmen wir so viel wir wollen. Das könnt ihr dann bei mir kaufen. Super, danke.
Warum ist euer Laden denn hier oben? Hier kommen so wenige Leute hin. Eben. Ha, genau. Denk mal drüber nach. Niemand, der mir das Geschäft streitig macht. Kein anderer würde hier seinen Laden eröffnen. Das ist genial. Ach, Flötennase, ach, Verkäufer. Manchmal denke ich, niemand kann Aspasien vor sich selbst retten. Okay, tschüss. Auf Wiedersehen. Beehrt uns bald wieder. Natürlich. So, warte, dann nehmen wir erstmal eine Wundertüte. Ich möchte diese Wundertüte kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Danke. Toll, Kleeblätter. Ah, leider nur Kleeblätter. Aber beim nächsten Mal wird es bestimmt ein Hufeisen. Ja, bestimmt. Ich möchte noch eine Wundertüte. Ich möchte diese Wundertüte kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Ah, leider nur Kleeblätter. Mist. Aber beim nächsten Mal wird es bestimmt ein Hufeisen. Dann? Irgendwie habe ich das Gefühl, mit reinem Glück gewinne ich keins. Okay. Tja, wenn man bloß wüsste, wo das Hufeisen ist, was? Da hast du recht, da hast du recht. Die haben aber auch, die Tüten haben keinen eigenen Hotspot. Das heißt, da kann ich nichts machen. Wenn man nur wüsste, wo das Ding ist. Ich probiere das mal. Darf ich mein Pendel zu den Wundertüten befragen? Sicher. Okay, ach, das klappt vielleicht sogar. Ich möchte genau diese Wundertüte hier vorne kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Ein Hufeisen sieht eher wie ein Magnet aus. Ihr habt ja wirklich das Hufeisen gewonnen. Yay! Okay, kann ich das dem Pony schon geben? Zu weit weg. Kann Huck das schon dem Pony geben? Vorsicht, ich brauch dich noch. Da vorne ist es viel zu windig für dich. Okay, das geht also nicht. Na gut, dann schauen wir jetzt erstmal nochmal hier oben. Hier haben wir Laura. Ach genau, hier, Schnaps. Dieser hochprozentige Schnaps beweist doch eindeutig, dass ich verantwortungsbewusst genug bin, um die Chili zu kaufen. Oh ja. Viel Spaß damit. Danke. Könnt ihr mir die Kiste aufschließen? Den Schlüssel habe ich vernichtet. Ist doch viel zu gefährlich. Was? Die Chili muss wirklich gefährlich sein. Okay, ist jetzt die Frage, ob wir das irgendwie aufmachen müssen oder eher nicht so. Man weiß es nicht. So, Windräder. Es dreht sich ganz langsam. Ja, bis wir flöten, dann dreht es sich schnell. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das andere liegt da unten, ne? Dazu fällt mir nicht. Okay, da kommen wir zum Statue, Windrad. Gucken wir mal, haben wir noch. Oh, da haben wir noch Statue. Pandur, der alte Windmönch. Damals hatte er seine Brille noch. Und er sah wesentlich wütender aus. Hm. Zu weit weg. Okay. Da haben wir sonst nur noch das Schild. Oh, was haben wir denn da? Eine Steinspitze. Das sieht bröselig aus. Können wir die mitnehmen? Das ist zu schwer für mich. Was heißt, das ist zu schwer für mich? Kann Laura das dann machen? Tatsache. Okay, dann kann Laura ja vielleicht auch das Stück Symbol-Dings hier das mitnehmen. Nee, wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht den Fels. Dazu fällt mir nichts ein. Den Fels kann sie dann vielleicht bewegen. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Mehr Hebelwirkung kommt sofort mit dieser Steinspitze. Das müsste klappen. Problem gelöst. So, okay. Robert sollte sich das mal anschauen. Okay. Robert, schau dir das mal an. Das sieht aus wie Noten. Ob ich die spielen kann? Haben wir jetzt ein neues Lied gelernt? Nee.
Achso, vielleicht muss ich dann hier den machen. Das sieht aus wie Noten. Es ist also rein gar nichts passiert. Aber wenn ich das jetzt hier oben spiele, am Windbrunnen, was passiert denn dann? Passiert dann irgendwas anderes? Ich probiere es mal aus. Wow, den gleichen Ring gibt es in der Dynastie. Die Flötennasen scheinen früher nicht nur im Wald gelebt zu haben. Die Sage vom Einklang ist also wahr. Ah, okay. Ah, können wir ihm jetzt, weil wir jetzt da drauf können? Kannst du das vielleicht gebrauchen? Okay, jetzt sieht mein Glückshuf richtig Hammer aus. Nice. Okay, willst du vielleicht auch das haben? Kannst du damit deinen Schweif und deine Mähne aufmotzen? Nein, alle anderen tragen Silber. Okay. Alle anderen tragen Silber. Okay. Warte mal, wenn ich jetzt das andere Lied spiele, passiert dann noch irgendwas anderes? Ich würde es nochmal ausprobieren. Nee, okay. Passiert also sonst nichts anderes. Okay, wir haben Lehm, der noch sehr, sehr trocken ist. Den könnten wir ja eigentlich mal im Fluss mal nass machen. Dann können wir dann wieder besser formen. So, jetzt haben wir nasser Lehm. Der Lehm sieht formbar aus. Genau, kann ich damit vielleicht dem armen Einhorn ein Dings machen? Ein Horn? Also das Einhorn für das Einhorn? Es gibt so viele Dinge, für die sich das Leben lohnt. Aber das hier ist keins dieser Dinge? Nein, ich denke nicht. Ach so. Okay. Kann ich das vielleicht so? Lehmnase. Möchtest du eine Lehmnase? Kannst du das vielleicht gebrauchen? Ja, das ist ein tolles Horn. Sieht ein bisschen aus wie so eine Kackwurst. Aber okay, also wir brauchen noch einen Ball. Warte, kannst du das vielleicht als Ball nehmen? Es gibt so viel. Okay. Nein, ich... Okay, ich dachte, das könnte man vielleicht als Ball nehmen. Okay, wir müssen also irgendwie noch die Haare silber kriegen und einen Ball besorgen. Ist die Frage, wo? An dem Schild ist so ein Ball. Warte mal, kann Hack an dem Schild vielleicht mal picken und dann fällt dieser Ball runter? Wäre das nicht auch was für dich? Oh. Hör nicht auf ihn, Huck. Ach so. Okay, dann gehen wir nochmal zum Basilenfriedhof. Ich weiß einfach nicht, wie ich die Phosphos wach kriege. Kann man das da reintun? Zu weit weg. Okay, das ist zu weit weg. Hier oben waren wir noch gar nicht, ne? Da haben wir nur mit Hack den Lehm geholt. Aber sonst gibt's ja auch gar nichts scheinbar. Nee, oben gab's nur den Lehm. Oh, warte. War da nicht gerade was? Nee. Ich hab gedacht, da wäre gerade noch ein Hotspot am Leuchten gewesen. Aber das war gar nicht so. Okay. Warte mal, kann Hack... Na... hier irgendwas machen? Ich glaube, die Klappe geht erst auf, wenn der Basil wieder anspringt. Okay. Schade. Okay, so viel Optionen haben wir ja nicht, oder? Können wir noch irgendwo anders hin? Das ist noch die zue Klappe. Die zue vor allem. Kann die... Nee, ne? Warum sollte ich das tun? Das weiß ich auch nicht so genau. Wenn ich jetzt hier das Windlied spiele, werden davon die Phosphos nicht wach vielleicht?
So. Doch richtig erinnert. Willkommen in Alaspen. Willkommen in Alaspen. Willkommen in Alaspen. Nemo-Muschel. Das würde sicher niemand vermissen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir nehmen es mit. Eine Memo-Muschel. Damit kann ich einen Satz aufnehmen. Ah. Okay, und das, der Trichter ist irgendwo da hinten hingeflogen. Dann schauen wir mal, wo der gelandet ist, ob wir da irgendwie rankommen. Hier scheint er nicht zu sein. Da ist er. Der Hut. Das könnte praktisch werden. Der Hut, der eigentlich die Flüstertüte ist. Der Hut der Figur am Stadttor. Genau. Gucken wir mal, ob wir das dem Verschwörungstheoretiker mit dem Aluhut geben können, damit er uns dann die Cartridge da gibt. Schauen wir mal. Könnt ihr damit die Leute zusammentrommeln? Das Ding ist ja vorne zu. Da kann ich nicht reinsprechen. Ich sehe ein, das haben wir irgendwie nicht zu Ende gedacht. Okay. Muss also noch ein Loch rein. Wie kriegen wir denn da ein Loch rein? Können wir so vielleicht die Chili-Kiste aufkriegen? Das ist zu riskant. Okay, ich dachte vielleicht. Wie kriegen wir denn ein Loch da rein? Vielleicht ätzt der Schnaps da ein Loch rein? Das könnte Spaß machen. Okay. David reinritzen? Das mache ich nicht. Auch nicht. Okay. Wir haben Kleeblätter, aber das hilft uns ja auch nicht wirklich weiter. Warte mal, kannst du da vielleicht ein Loch reinpieksen mit deinem geilen neuen Lehmhorn? Ah, es. Nee, okay. Aber. Nein. Nee. Hätte ja sein können. Können wir das Lehmhorn vielleicht wieder haben? Können wir so was sagen? Hilfe. Aber das nein. Ich will mein Muschihorn wieder haben. Ich gehe jetzt mal wieder. Ich hoffe, ich kriege das Muschihorn wieder zurück. Oh ja, sehr gut. Warte mal, will er vielleicht da was reinsagen? Wie soll mir das helfen? Du kannst mal was reinsprechen vielleicht. Okay, wie kriegen wir das in dem Fach? Achso, da können wir es einfach. Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Dann können wir das dann wieder reinlegen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oder auch nicht. Wie kriegen wir denn ein Loch in den Hut? Warum sollte ich das versteinern wollen? Ich kann damit was versteinern? Warum soll. Einfach nur mit dem Auge kann ich was versteinern? Warum sollten. Ich weiß es auch nicht. Tut uns wahnsinnig leid. Das Bingo-Pferdchen ist leider momentan außer Betrieb. Wir würden gerne am anderen Tag weitermachen, wenn das. Ich gehe hier nicht weg. Das erwähnten Sie bereits vor einer Stunde. Ja, ich gewinne. Das sieht aus, als würde bei dem. Ich glaube, es kann. Genau, wir brauchen also das Bingo-Pferdchen. Wir brauchen irgendwie auch noch irgendwas, was. Silber. Er hat halt Silber am Kopf. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Hier können wir eigentlich nichts mehr machen, weil hier passiert ja dann nur noch was. Oh, warte mal, können wir das damit irgendwie. Was ist denn los hier gerade? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Warum bleiben denn meine gezogenen Items da so hängen? Was machen wir denn jetzt? Das haben wir schon gemacht. Das war doch jetzt geraten. Ja, das war auch geraten. Es tut mir leid. Okay, ich würde sagen, ich beende diese Folge an dieser Stelle und wir probieren einfach morgen weiter. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei The Inner World, der letzte Windmönch. Macht's gut. Tschüss, Jan!